Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Profitiert Wladimir Putin von einer befürchteten weiteren Eskalation nach den massiven Luftangriffen des Irans auf Israel? Wie weit war er vorab informiert und hat er Interesse an einer, sagen wir, kontrollierten Eskalation in der Region, um von der Ukraine abzulenken? Das sind die Fragen, die ich jetzt dem ausgewiesenen Russland-Experten und Putin-Experten fragen möchte, nämlich Gerhard Mangold, Politikwissenschaftler an der Uni Innsbruck. Und damit schönen guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Man könnte fast annehmen, dass Wladimir Putin, der ja auch Waffen aus dem Iran bezieht, der durchaus ein enges Verhältnis mit dem Mullah-Regime hat auf politischer Ebene, vorab informiert wurde von diesem Anschlag. Oder glauben Sie das nicht, von diesem Angriff? Es ist mit großer Sicherheit anzunehmen, dass Wladimir Putin von der iranischen zivilen und militärischen Führung über diesen Gegenschlag unterrichtet wurde, auch welche Ausmaße, welche Reichweite er annehmen würde. Und es ist vermutlich auch nicht nur anderen Staaten bis zu einem gewissen Grad gelungen, Iran zu dieser militärischen Antwort zu bringen. Da hat sicherlich Russland auch mitgewirkt, dass dieser zwar quantitativ sehr verheerende Schlag des Iran qualitativ eben kaum Folgen hatte. Russland ist natürlich gebunden, denn Iran ist ein wichtiger Waffenlieferant für Russland, nicht nur was eben diese Shahid-Drohnen anbelangt, sondern man liefert vom Iran aus auch ballistische Lenkwaffen. Die braucht Russland, die braucht die russische Armee. Also hier war Putin sicherlich in gewisser Weise gebunden, die Unterstützung für den Iran auch spüren zu lassen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Wladimir Putin nicht will, dass dieser Krieg zu einem wirklichen regionalen Krieg wird, vielleicht sogar mit Involvierung der Vereinigten Staaten, weil das würde das ohnehin jetzt gespannte Verhältnis zwischen Russland und Israel sehr stark belasten. Und wenn es zu einem Bruch zwischen beiden Staaten käme, dann wird vermutlich die Regierung Netanyahu ihren bisherigen Ukraine-Kurs verändern und die Ukraine unterstützen. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich jetzt auch Militär der USA, Großbritanniens gebunden werden in der Region rund um Israel jetzt, um auch zu schützen, weil das war so ein massiver Luftangriff, dass nicht mehr das israelische Militär alleine die Abwehr schaffen konnte, sondern es mussten USA, Großbritannien und Jordanien mithelfen und natürlich auch die Aufmerksamkeit. Wird Wladimir Putin das jetzt nützen, um die Angriffe in der Ukraine zu erhöhen, während die ganze Welt jetzt kurz woanders hinschaut? Und diese öffentliche und mediale Aufmerksamkeitsverlagerung ist sicherlich etwas, was im Sinne der russischen Führung ist, wenn die Ukraine in den Hintergrund tritt. Aber darüber hinaus ist natürlich Russland auch daran interessiert, dass westliche Staaten Kriegsmaterial, das ansonsten an die Ukraine geliefert hätte werden können, jetzt an Israel geliefert werden muss. Denn die Abwehr dieses Anschlages durch den Iran, die erforderte natürlich massives Nutzen von israelischem Verteidigungsmaterial. Also das ist sicherlich im Interesse Putins, aber wie gesagt, obwohl die russische Führung seit dem 7. Oktober, seit dem Terroranschlag der Hamas sehr stark pro-palästinensisch argumentiert hat, auch um im sogenannten globalen Süden, also bei den einkommensschwächeren Staaten im Süden dieser Erdkugel zu punkten, dass Putin weiß, dass das nicht zu weit gehen darf, weil, wie schon angedeutet, die Regierung Netanyahu bisher keine Waffen an die Ukraine geliefert hat, trotz mehrfachen Drängens. Und wenn Putin den offenen Bruch provoziert, dann könnte das vielleicht nicht sofort, denn Israel braucht die Militärgüter jetzt zu Hause, aber das dann in weiterer Folge und der Krieg in der Ukraine könnte ja noch lange dauern, Israel seine Haltung verändert und tatsächlich Waffen an die Ukraine verkaufen wird. Aber was ist, weil es war ja schon diese Unterstützung vor dem Ukraine-Krieg, man weiß, dass zum Beispiel in Syrien ohne diese Achse Iran, Hisbollah und natürlich Russland, ich habe das bei zwei Kriegsreportagen selber gesehen, das russische Militär und ihre Rolle dort
hätte Assad das gar nicht mehr überleben können. Also ist dort extrem stark involviert. Beziehungen zu Hamas, also nach dem Terrormassaker der Hamas, hat Putin ja Hamas, eigentlich Terroristen in Moskau empfangen, aber schon davor gab es Verbündete. Warum eigentlich diese Achse mit den Bösesten? Nun, zunächst einmal ist Russland in gewisser Weise in der Schuld des Iran. Es braucht den Iran für militärische Lieferungen, die Drohnen, die ballistischen Lenkwaffen. Das heißt, das zwingt Russland schon dazu, iranische Proxys eben wie die Hisbollah oder schiitische Milizen im Irak und in Syrien und anderswo zu unterstützen. Es ist auch so gewesen, dass, wie mir in Moskau gesagt wurde, auch das Interesse der russischen Führung bei diesem Gaza-Krieg da liegt, die Kritiker aus dem globalen Süden eben auch zu befriedigen mit einer klar pro-palästinensischen Position. Und die Position Russlands war ja nach dem 7. Oktober nahezu völlig pro-palästinensisch. Also man möchte hier neben China und Indien eben auch ein Staat sein, der die Entwicklungsländer hinter sich versammeln kann. Aber das ist ein sehr riskantes Spiel. Ich hätte den Eindruck gehabt, die russische Führung ist schon ein großes Stück zu weit gegangen. Aber bislang bleibt die israelische Position eine, die offensichtlich den Standpunkt teilt, kein Bruch mit Russland zu dieser Zeit. Gut, das wäre natürlich für Israel auch eine extreme Eskalation, wenn man mit Russland bricht. Gleichzeitig glauben Sie, dass der Wladimir Putin auch seine Gesprächskanäle jetzt zu Netanyahu nutzt? Das ist möglich. Ich habe darüber keinerlei Wissen. Es ist sicher möglich, denn beide verstehen sich auf einer persönlichen Ebene recht gut. Also kann ich mir das durchaus vorstellen. Was glauben Sie, sind jetzt die weiteren Pläne von Putin? Sie haben es vorher schon angedeutet, das könnte noch sehr, sehr lange dauern. Im Krieg gegen die Ukraine? Nun, die russische Armee ist seit November des letzten Jahres in einer moderaten Offensive, aber die ukrainische Militärführung selbst, auch die zivile Führung, rechnen damit, dass Russland nach der Schlammperiode dieser Rasputiza eine größere Offensive starten wird, Mitte bis Ende Mai, vielleicht je nach Wetter Anfang Juni, dass man vor allem in der Region Donetsk versuchen wird, weiter vorzustoßen, westlich von Avdiivka, westlich von Bachmut. Und auf diese sozusagen von ukrainischer Seite erwartete Offensive, die müssen wir uns vorbereiten und die könnte dann durchaus die ukrainischen Verteidigungsstellungen unter gehörigen Druck bringen, sollten weiterhin keine ausreichenden Zahlen an westlichen Waffen, an westlicher Munition an die Ukraine geliefert werden. Das wollte ich gerade fragen, wie dringend sind die Waffenlieferungen für die Ukraine jetzt? Am dringendsten sind sie sicherlich im Bereich der Flugabwehr. Hier hat man gesehen, ein Beispiel der Stadt Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, 1,3 Millionen Menschen leben noch dort, ist gegen russische Luftangriffe auf vor allem die kritische Infrastruktur, die Energieinfrastruktur im Besonderen, kaum geschützt. Kiew ist relativ gut geschützt oder man kann sogar sagen sehr gut geschützt, aber das gilt eben für andere Städte nicht. Und das hängt damit zusammen, dass eben Flugabwehrmunition fehlt. Das zweite ist natürlich Artilleriemunition, wo auch die Ukraine im Nachteil ist. Hier sprechen Militärexperten davon, dass Russland pro Tag 6-mal so viele Artilleriegeschosse einsetzen kann wie die Ukraine. Da wartet man in der Ukraine dringend und hofft, dass durch diese tschechische Initiative Munition auf dem Weltmarkt anzukaufen, finanziert durch die Europäische Union, dieser Munitionsmangel bis zum Beginn dieser vermuteten Offensive einigermaßen behoben werden kann. Aber was die Ukraine auch noch zu fürchten hat, und das hat nur sie selber in der Hand, ist ausreichend Personal an der Front zu haben. Das geht nicht ohne zusätzliche Mobilisierung, aber die ist nicht nur unter den Parteien sehr stark umstritten, sondern auch in der Bevölkerung gibt es doch zwar keine Mehrheit, aber doch eine beträchtliche Minderheit, die der Einberufung von 300.000 oder wie viele es auch immer sein werden, Reservisten nicht wohlgesonnen gegenübersteht.
Wie schaut da die Stimmung in Russland auch, die ja auch mehr Menschen einberufen müssen? Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, als der Überfall Russlands begann im Februar 2022, hatte Russland 180.000 Mann im Einsatz. Jetzt sind es schon an die 470.000 Mann. Also man sieht, wie viel mobilisiert wurde. Und es ist schwer zu sagen, ob die Berichte, dass viele sich freiwillig melden, oder freiwillig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sich melden, weil sie damit gut verdienen können, vor allem in den strukturschwachen Regionen Russlands, ist das ein Argument. Ob das wirklich ausreicht, um diese zahlenmäßig sehr große Armee weiterzufüttern. Es verlieren ja viele russische Soldaten ihr Leben oder werden verwundet. Das wird man sehen, aber im Augenblick ist ebenfalls eine weitere Teilmobilmachung offiziell angekündigt durch den russischen Staat nicht zu erwarten. Und weil jetzt natürlich sehr viel diskutiert wird, dass die Chancen von Donald Trump erneut US-Präsident zu werden, egal welche juristischen Probleme er gerade hat, sehr, sehr hoch sein. Man nimmt an, dass Donald Trump gegenüber dem Iran zum Beispiel weit schärfer agieren könnte als Joe Biden, der amtierende US-Präsident, aber softer gegenüber Russland, auch in deren Angriffskrieg in der Ukraine. Wie wird das gewertet? Nun, das ist ein Versuch, sicherlich einen Keil zwischen Teheran und Moskau zu treiben, indem man sozusagen, sollte Trump Präsident werden, gegen Iran sehr hart vorgeht, durchaus vielleicht auch militärisch vorgeht, und gleichzeitig Russland in der Ukraine entweder größere Hand lässt oder die Ukraine sehr stark unter Druck kommt, finanziell wie militärisch, sich auf eine Waffenruhe mit Russland einzulassen. Obwohl im Augenblick weder die russische noch die ukrainische Seite bereit sind, über eine Waffenruhe zu verhandeln, aus nachvollziehbaren Gründen. Also das wird sicherlich ein Versuch sein. Ob Donald Trump sein großmäulerisches Gehabe, dass er diesen Konflikt in 24 Stunden beenden wird, wirklich umsetzen kann, ist mehr als fraglich. Vielleicht weiß er selbst noch nicht ganz genau, wie das gelingen soll. Aber würde Putin seine Freunde, die Mullahs in Teheran, dann fallen lassen? Ich glaube, er würde sie nicht fallen lassen. Er würde sicherlich nach außen sehr hart und radikal gegen die USA auftreten, wenn diese schärfer gegen den Iran vorgehen sollten unter Trump. Aber er würde sicherlich nicht mit dem Iran brechen. Dazu sind nicht nur die militärischen Interessen zwischen beiden Seiten sehr eng und sehr intensiv, sondern auch im Bereich der Wirtschaft versucht man, die Beziehungen auf eine neue qualitative Ebene zu heben. Also, dass Russland den Iran einfach so fallen lässt, das ist nicht zu erwarten, weil Russland damit auch sozusagen China den Alleinzugriff auf den Iran ermöglichen würde. Und das ist etwas bei aller Freundschaft zwischen Russland und China, was die russische Führung sicher nicht will. Gut, Herr Professor, dann vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.